herzlich willkommen zu einem neuen Flycheck auf WhatsApp.bike. Heute am Start für dich eins der wohl angesagtesten Trailbikes am Markt. Das neue Specialized Stump Jumper Evo Elite Alloy. Für alle die von euch, die mit Carbon bisher nicht warm geworden sind, gibt es das neue Stumpy nun auch mit Aluminiumrahmen. Der Rahmen ist ein M5 Alu Chassis in asymmetrischem Design. Neu am Start die beliebte Swatbox im Unterrohr. Innenverlegte Züge gehören selbstverständlich zum guten Ton und sorgen für eine clean Optik. Auch die Geometrie des Stumpys lässt sich verstellen. So ermöglicht ein Flipchip im Horstlinglager die Anpassung der Tretlagerhöhe und der Kettenstrebenlänge. Das Fahrverhalten verändert sich spürbar und wirkt sich positiv auf die Performance aus. Die 160mm Federweg holt das Bike aus einer Fox Float 36 Factory Gun. Der Fox Float X Factory Dämpfer spendiert 150mm Komfortzone. Gebremst wird mit SRAM Code RS4 Kolbenbremsanlage vorne wie hinten. 200mm Scheibenbremsen kommen hier zum Einsatz und sorgen für ausreichend Bremskraft in jeder Situation. Kontrolliert wird das Ganze mit einem Specialized Alulenker, 800mm breit, 6 Grad Upsweep, 8 Grad Backsweep und ein Rise von 30mm sorgen für gutes Handling. Befestigt wird der Lenker mit einem Dati 35mm Vorbau. Specialized Trail Grips sorgen für anständigen Halt auf dem Trail. Geschaltet wird wieder mit Komponenten aus dem Hause SRAM. 12 Gänge stehen zur Verfügung, koordiniert durch SRAM GX Eagle Schaltwerk, Kette und Kurbel. Eine XG1275 Kassette bringt dir eine Bandbreite von 10 bis 52 Zähnen. Das vordere Kettenblatt hat 30 Zähne. Als Laufräder kommt Roval Traverse in 29 Zoll zum Einsatz. Aufgezogen ist vorne ein Butcher in 29 x 2,3 Zoll, hinten ein Eliminator, ebenfalls in 29 x 2,3 Zoll. Seinen allerwertesten bettet man auf einen Bridgecomb-Sattel, kombiniert mit einer One-Up-Sattelstütze. Je nach Rahmengröße gibt es eine Variante zwischen 120mm und 210mm Hub. Dieses Bike ist richtig geil. Das Dumpjumper ist eh schon eins der vielseitigsten Bikes auf dem Markt und mit dem Alu-Rahmen sicher jetzt auch für Freunde des kalten Metalls interessant. Gefällt dir, was du siehst? Dann komm vorbei und schau es dir bei uns an. Das Video gefallen, dann lass uns doch ein Like und ein Abo da, das hilft dem Kanal zu wachsen und motiviert uns auch weiterhin guten Content für dich zu produzieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns nächste Woche, euer WhatsApp.bike-Team.